Meine lieben Freunde, wir sind hier im Profilstudio mit dem Michel Bernet. Wir haben heute ein kleines YouTube-Special und zwar, wir sind beides riesige James Bond-Fans. Und wir gehen die Filme chronologisch durch und wir geben einfach unseren Senf dazu, sodass ihr nachher euch überlegen könnt, auf welcher Seite würde ich erst stehen, wie sehe ich es. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. James Bond, 007, Jagd Dr. No. Wunderbar, Ursula Andres. Ursula Andres, immer noch das ikonischste Bond-Girl für mich, aller Zeiten. Und immer noch die einzige Schweizerin. Okay, habe ich noch mal auf dem Schirm gehabt. Glaubst du, oder? Und sie hat so eine grazielle Eleganz ausgestrahlt und so eine Zeitlosigkeit, die ich heute vermisse bei den letzten Bond-Girls. Absolut, aber ein grauenhafter Bikini. Ja, bin ich das orange Ding. Das orange grau. Ding. Ich habe sogar gemeint, das ist so ein bisschen wie Hautfarbe. Es ist so nutfarbig. Ja. Und die Schnitte sind so hart. Ich glaube, es sind so kantige Schnitte. Ja, sehr eigenartig. Bin ich verstanden. Und müssen wir noch schnell zum Gegner, zum Dr. No. Er hat viel zu wenig Screentime. Er ist vielleicht insgesamt 12 Minuten oder so zu sehen. Mhm. In diesen 12 Minuten verdrückt er einmal eine Figur bemessen. Und er hat einmal seine Stimme. Viel mehr von ihm, finde ich, bekommen wir nicht mit. Aber CIA spielt den Bond an die Wand, oder? Er sieht noch besser aus. Das stimmt. Ja, er sieht dort wirklich aus wie so ein junger Alain Delon oder so. Wirklich ja. So okay, okay. Echt cool. Also insgesamt. Ja, insgesamt muss man sagen, ein guter Einstand. Absolut. Und. Ausser Andres Forever. Ausser Andres Forever. Wenn du das siehst, we love you. Nachher ist es weitergegangen mit Liebesgrüße aus Moskau. Dort kommt für mich die Zugszene. Der Kampf im Zug. Sofort als allererstes. Aber ein bisschen lang, nicht? Ja. Ich gefunden, vielleicht haben wir das gemacht in dieser Zeit, um halt wirklich, das sind die Action-Szenen wahrscheinlich noch viel teurer gewesen als heute. Ja. Ich weiß auch nicht, aber es zieht sich. Es ist ein bisschen lang für mich. Er ist lang, er hat Highlights. Ich finde das coolste tatsächlich der Kampf im Orient Express, wo auch nachher bei Spectre nochmal aufgenommen worden ist. Aber sonst, ja, für mich auch, er zieht sich. Er hat seine Länge. Jetzt kommt ein ikonischer Bond, Goldfinger. Also, Gerd Fröbe. Absolut, Gerd Fröbe. Bester Job. Bester Job als Bösewicht. Also bei uns intern Blofeld, oder? Hat ja jedes Telefon auch einen Bond-Namen. Du kannst dir mal raten, wie mein Telefon heisst. Gerd oder Goldfinger? Goldfinger. Da hast du natürlich einen Nerv getroffen, oder? Ja. Und er vor allem. Die Szene. Nein, ich erwarte, dass sie «I expect you to die», wo der Laser kommt und die vergoldete Frau auf dem Bett. Natürlich. Ja, yes. Sie. Ja, dann frage ich. Nein, irgendetwas «Goodnight», oder? Ist nicht «Goodnight» gewesen? Weiß es nicht. Mal es ist «Goodnight» und die andere heisst «Pussy Galore». Ja, genau. Fort Knox. Fort Knox, genau. Ist auch eine ikonische Szene. Und der Bond, der finde ich, vereint alles, was einen guten James Bond ausmacht. Gute Storyline, guter Bösewicht. Gutes Bond-Girl, Sean Connery in Höchstform. Ich hätte jetzt auch gesagt, einfach der einzige wahre James Bond, Sean Connery. Ja, er ist wirklich in Höchstform dort. Und er tut den eiskalten Killer, aber auch mit dem Weltmännischen, mit dem Gentleman, perfekte Symbiose bilden. Mhm. Da sind wir also eher einig. Dann das Vieri, finde ich jetzt einen Tiefpunkt in der Sean Connery-Reihe, James Bond Feuerball. Tom Jones singt den Titelsong. Mhm. Unglaublich, finde ich, was er für eine Stimme hat. Aber der Film, der lässt mich völlig kalt und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wie geht es bei dir, Feuerball? Mir geht es sehr ähnlich. Mir kommt nicht mal der Bösewicht in den Sinn. Wow, das ist ein Armutszeugnis. He? Und viele Unterwasserszenen. Das ist das Einzige. Hast du schon mehr können merken als ich. Ja, eben, dann ist gar nichts hängen geblieben. Ja, das ist wirklich nichts hängen geblieben. Im schlimmsten Fall ist, wenn der Bösewicht nicht in den Sinn kommt, sagen wir einfach der Blofeld. Das ist der einzige, der wieder auftaucht. Wenn er wieder kommt. In drei, vier verschiedenen, von drei verschiedenen Schauspielern. Du weißt warum? Nein. Weißt du nicht, warum der Blofeld immer wieder kommt? Nein. Weißt du, jetzt hat er vom linken Fuß. Aber Moment, weil er in der Familie, weil er verwandt ist? Nein. Der Ian Fleming, der ja die Bond-Geschichte geschrieben hat. Der Ornolog ist er gewesen. Ja, der war in einem jahrzehntelangen Nachbarschaftsstreit. Aha. Und sein Nachbar ist die Romanvorlage von Blofeld. Darum ist in den ersten Film hat der Blofeld nie ein Gesicht, er wird immer nur gefilmt mit der Katz. Ja. Weil er gesagt hat, er ist eigentlich der Inbegriff vom Bösen, der Nachbar. Aber er gibt ihm eher nicht, dass er ein Gesicht bekommt. Das ist also aus dem Real Life. Darum stirbt der Blofeld nie. Und ich habe es darum, glaube ich, weil das Lustige ist, die Geschichte hat man erzählt, ein älterer Herr aus England.
Und zwar okay. dem, wo ich ihm mein Kärtchen gegeben habe, gesagt, ah, lustig, Blofeld, kennst du die Geschichte, so wie ich jetzt dich gefragt habe? Mm-hmm. Das war der Sohn von dem Nachbar. Von dem her glaube ich. Okay. Also näher aus der näheren Quelle kannst du ja, nicht haben. Genau. Finde ich schön, dass ich etwas dazu lernen kann zu James Bond. Mm-hmm. Und das ist eine Anekdote aus dem echten Leben. Ja, wir kommen zum nächsten, aber den kommen wir ganz, ganz schnell. James Bond, man lebt nur zweimal. Mir kommt gar, also bei mir ist leer. Ich dachte, du bist jetzt voll vorbereitet, dann könntest du da so ein bisschen spielen, ja, und her. Ja, so bei den meisten, so. Bei den meisten. Du sagst, du bist Experte, ja. viel kommt nicht, aber keine Ahnung mehr. Ich schrei mich Experte. Aber bei «Man lebt nur zweimal», nein, da habe ich wirklich, das habe ich nicht viel zu melden. Du? Ich auch nicht. Wir haben ja abgemacht, dass du so ein bisschen Spielbelgisch bist. Ich kann mir schon. Wir sind beim fünften Film. Bösewicht, du würdest sagen, ah oh, ja, genau der. Nein, nicht einmal der, auch da. Auch da, der Bösewicht nicht. Man lebt nur zweimal, you only live twice. Wo hat das gespielt? Wahrscheinlich, you only live twice. Roman, hast du da gerade noch? Kannst du noch etwas aus der Regie? Man lebt nur zwei. Auftritt von Blofeld. Oh, ist der erste Auftritt von Blofeld? Das bringt, weiter. Das bringt. Und hast du noch etwas, vielleicht eine Location oder sonst noch etwas? Ja, das ist aber nicht der Krater. Ah, der Movie. Schreckliche Szene dort im Krater. Eben, ja, wir werden den Mantel des Schweigens drüber legen. Es wird Fans geben, die sehen das anders. Aber bei James Bond ist es wie bei Spaghetti. Jeder hat andere, den er favorisiert. Wir kommen zum sechsten. 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät. Der erste und einzige Auftritt von George Lazenby. Für mich völlig unterschätzt. Mit dem Blofeld, Teddy Savelles spielt der Blofeld, zeigt sein Gesicht, raucht Zigaretten, ist arschcool und verfolgt den Bond auf der Ski sogar selber. Wenn und er super... spielt in der Schweiz. Und er spielt in der grössten Teil. Oder? Ganz genau, böse ganz genau. Legendär bin ich mit dir einig, aber legendär. Den Wolf kannst du rauchen, also der braucht es gar nicht. Also du meinst George Lazenby als Bond? Absolut, absolut. Weil er unter seinem Schotterrock nichts da hat oder weil er insgesamt nicht überzeugt? Weil er kein Charisma hat, für mich. Null Charisma. Null. Beim Charisma muss ich sagen, vielleicht wie ein Stahlbolzen, ja. Maximal. Ja. Also im Vergleich zum Teddy Savalas, also der spielt natürlich. Der spielt nicht mega, der Teddy Savalas spielt der Blofeld mega und er hat das Charisma, das man spürt. Beim George finde ich aber Aussehen top, Statur top, er tut den Gentleman und er kann zuschlagen. Er ist Sport und wir haben gesehen in der Kampfszene, dass er zulangen kann. Das Einzige, was mir fehlt, ist auch der Charme, der Flair, das Charisma vielleicht. Ja. Das Charisma. Skifahren war ja auch nicht, oder? Skifahren war ja der Willy Bogner. Ja gut, aber hey, auf einer Ski dann und so, dort muss man einen Stuntman holen. Das war doch die Szene über die Straße, ja. Oder? Ja, ja. Genau. Dort muss man so einen holen. Ja. Was ich finde noch, was viele sagen, ist, dass der gut gealtert ist, wie ein guter Wein. Früher haben wir gesagt, es ist Katastrophe, abbrechen. Und jetzt mit den Jahren sagt man, eines der besten Drehbücher, von den schönsten Drehorten, besten... in der Schweiz, was willst du? Ja, Pizza Gloria, oder? Ja. Schilton. Und der James Bond Fanverein trifft sich auch dort für ihre Treffen in der Schweiz. Also da haben wir einen legendären Bond, obwohl der Hauptdarsteller überhaupt nicht legendär ist. Alles andere ist legendär. Sagen, das ist super. Du musst jetzt ein bisschen verteidigen. Ich probiere so weit, wie es geht. Ich finde auch, dass seine Frau am Schluss verschossen wird und er muss um sie trauern. Das heisst, er muss aus einer Komfortzone raus, wo der James Bond vorher noch nie hat müssen. Er muss die schwierigste, das ist Verlust. Ja, doch Happy End. Eben, Schluss, ist eine schwierige End. Szene. Liegen, ja, genau. Und dann einen Kuss. Genau, genau. Das haben wir also, muss ich sagen, haben wir zugesetzt. Ja, zugesetzt? Hast du gelitten? Ja, vielleicht als kleiner Bub, ich auf jeden Fall denken. Das gibt mir dir gar nicht, dass du so ein bisschen wirklich mitgehst und so ein bisschen besser in die Augen bekommst. Ja, ich bin sehr nah am Wasserbad. Also, ja, bei Life of P-Schiff brauche ich eines Tigers. Sofort davon losheulen, wenn der Tiger nicht mal zurückschaut und einfach wegläuft. Also mich kannst du ganz schnell verrutschen. Ja, mir ist es sicher etwas ganz anderes. Es kommt darauf an, wie dramatisch der Verlauf das jetzt so unser Ranking noch nimmt. Wir kommen zu Nummer 7. Das ist einer, wo wir... Bin ehrlich, ist gar nicht mein James Bond 007 Diamantenfieber. Diamantenfieber? Ja. Shirley Bassey singt den Titelsong, Diamonds Are Forever. Einer von der schönsten. Absolut. Wow. Kanye West hat ihn ja nachher gesamplet. Ich finde sogar das Original schöner, obwohl ich Kanye West genial finde. Unglaublicher Song. Nachher jetzt kommt's aber. Drehort bleibt nichts im Kopf, also von den Locations her. Die zwei Bösewichter, die Henchmans sozusagen, sind ein homosexuelles Paar. Serienkiller, wo finde ich ihre Sache sehr verstörend machen. Ich finde, es hat Szenen dabei, wo ich wirklich sage,
irgendwie... Ist hart für dich? Vielleicht nicht einmal. Es ist cringe. Die heutige Sprache wäre es richtig wäre cringe. Es ist ein bisschen ein Fremdscham dabei und gleichzeitig auch irgendwie eine Abneigung zu dem, was man da gerade sieht. Und da ist die schlechteste Verfolgungsjagd für mich von einem Bond in diesem Mondfahrzeug. Roman ist auch ein Spezialist in der Kamera. Stimmt, dass dort ist die Verfolgungsjagd bei Diamantenfieber, wo sie hinter den Mondkulissen sich verfolgen in so einem kleinen Mond. Das fährt 20 Stunden, 15 Stunden. Ein Töffli fährt schnell, wo wir früher frisiert haben. Mhm. Längweiligste Bond mit der schlechtesten Action-Szene. Ja. Geht das auch? Ja, weil es ist noch eine Verfolgungsjagd in einem Mini-Helikopter. Auch diese Szene ist fast nicht zu übertreffen. Weißt du, mit diesen Verfolgungsjagden und Schlägereien, gell? Das ist mehr so, das es gibt ein Rezept. Das Hauptkriterium für einen guten Bond. Für mich, der gute Bond ist der Antagonist. Mhm. Muss stark sein. Mhm. Und das Zwischenspiel zwischen, aber da kommen wir später, kommt später noch gute Beispiele. Zwischen Bond und dem Antagonist, das macht für mich den Film aus. Zwischenspiel, nicht Vorspiel, Zwischenspiel. Das Zwischenspiel, ganz wichtig. Vor dem Schluss sagt, jetzt kommen wir zu einem nächsten James Bond Leben und Sterben. Es gibt ja viele, die beim James Bond als Vorspiel gut finden. Ah, die können wir auch noch vielleicht dazu. Es ist ironisch. Du hast gar noch nicht über Bond Girls, hast gar noch nicht geredet zum Beispiel. Ja. Aber sonst Bond Girl. Ja, du hast immer Verfolgungsjagden, Bösewicht. Lass mal zurückscrollen, ob es überhaupt wichtig ist bis jetzt. Aber Bond Girl findet wieder statt, Bond Girl. Aber gibt es in denen, die wir bis jetzt aufgezählt haben, das Bond Girl, wo in die Geschichte eingegangen ist? Das war jetzt die Aufgabe, um ein bisschen recherchieren vorher, weißt? Ja, das kommt aus dem Unteren. Ah, Bond Girl, das ist alles da. Das ist Google. Das ist Google. Das kommt aus dem Unterbewusstsein. Wenn ich den Film sehe, macht es Klick. Bond Girl kommt aus dem Unterbewusstsein. Es muss so tief verankert sein, dass es dann als erstes rauskommt. Wenn es nicht rauskommt, ist es nicht so. Teenie-Alter, oder? Ja, bei den meisten. Bei den meisten. Ursula Andres. Ein Ursula, die ist so ist tief verankert. Es soll schon. Wir gehen zum nächsten über. Und zwar Leben und Sterben lassen. Zuerst mal McCartney, also Beatles, kann ich den Namen sagen? Paul McCartney hat den Titelsong gemacht, Live and Let Die. Für mich ein genialer Song. Für mich nicht so ein Bond-Song. Ja, ist sehr exotisch. Ist auch vom Arrangement her, vom Groove. Ein bisschen zu wenig Bondig, ein bisschen zu viel Paul McCartney. Aber ja, hat etwas. Was ich gespürt habe, ist schon, dass dort der Zeitgeist sehr stark in die Entscheidung rein, ich sage Foxy Brown Stichwort, sehr stark in die Entscheidung rein gespielt hat, okay, wir spielen mit dem Black Pro, mit dem ganzen Thema, wir nehmen die Location, wir nehmen Afrika, wir zeigen die jamaikanische Beerdigung, dass wir eben dort tot feiern und ein Fest daraus macht. Man spürt schon ein bisschen, okay, das ist der Kassenschlager. Wir spielen jetzt mit den Elementen, auch wie später Star Wars und Moonraker, okay, wir müssen jetzt den Bond in die Welt anschicken, Star Wars macht Milliarden. Das spüre ich dort ein bisschen. Und der Bösewicht ist also ich kenne Todesszenen, wo er am Schluss aufblasen wird wie ein Ballon und oben an der Wand explodiert. Finde ich auch sehr cringy irgendwo durch. Finde ich komisch. Es wirkt nicht real. Und er hat für mich kein Charisma, der Bösewicht, und zu wenig Screentime. Und von den Bond Girls muss ich sagen, ist nichts dabei, wo man muss sagen, hat eine Weltkarriere später gemacht oder ist im Kopf geblieben. Aber es hat ein bisschen Spirit im Film. Es hat Spirit im Film. Ja. Wie man es eigentlich sonst nicht so kennt. Ja. Das hat auch ein bisschen. Sie spielen halt auch mit Voodoo, mit dem Baron Samedi, heisst der, der am Schluss auf dem Zug hockt und lacht. Das Lustige ist, er wird in eine Schlangengrube geworfen. Ja, das ist der, genau. Und am Schluss lebt er noch und lacht. Ja. Auch das ist ein Climax, der relativ speziell ist, der mir aber noch gefallen hat. Ja. Spielt ein bisschen mit dem Übernatürlichen. Ich habe gefunden, normalerweise, du sagst, es ist sehr plakativ, mit dem Afrika und Spirit. Aber ich habe es gefunden, man hat es noch so ein bisschen gespürt. Ich finde es nicht so schlecht drauf. Es ist noch so etwas Emotionales übrig. Ja, es hat Substanz gehabt, auf jeden Fall. Auch mit den Tarotkarten und ja. Bin ich bei dir? Wir kommen zum nächsten, was ich einen Bond-Film finde. Wir haben nur noch 35. Und ich sehr gerne habe. Es kann sich nur um Stunden handeln. Nein, wir sind eigentlich jetzt schon gleich Halbzeit. Sind wir gut? Nein, wir sind gleich Halbzeit. Das ist der Vorteil, wenn du immer Bond-Girls und alles weglässt. Wir müssen das Beak-Gemüse weglassen. Immer gerade auf den Funk kommen, meine lieben Freunde. Immer gerade auf die Fungi-Szene. Eine Verfolgungsszene oder der Bösewicht. Da ist es der Bösewicht, der Mann mit dem goldenen Colt. Christopher Walken, wenn ich den Namen richtig sage. Nein. Roman, du bist auch Expert. Lee, Entschuldigung. Ein Glanzleister. Christopher Lee, oder? Die große Rolle von Christopher Lee. Ace, der Clown. Dracula. Dracula, Brains. Ja, gut, das ist noch deine. Ja.
Meine Zeit. Ja, das ist ein schwarz-weiß, das habe ich noch nicht bekommen. Da habe ich erst in der Nahrecherche herausgefunden, ah, den hat es auch noch gegeben. Aber den habe ich sogar mal getroffen, das war mal in Locarno, im Filmfestival. Ist er entspannt? Total, ja. Er hat mich nicht bissen verwandelt. Ah, das ist immer gut. Da kommt wie ein cooler Typ übereinander, muss man sagen. Ich glaube, so, wenn ich es in Erinnerung habe, relativ gross. Ja, genau. Und der Roger Moore hat ja mit seinen 1,60 m immer Absätze am Set gebraucht. Ja, genau. Also, um die Szene am Schluss zu spielen, wo sie im Duell sind, haben wir einiges müssen tricksen. Ja, was sagst du zum Film? Das war eigentlich eher so der Mann mit dem Költchen, oder? Der Mann mit dem Feuerzeug, ja. Der Mann mit dem goldenen Feuerzeug, wo sich ein Schalldämpfer... Der Colt ist relativ... ist vielleicht nicht das richtige Wording. Ja. Ja. Den Film selber finde ich einfache Story. Wie findest du Roger Moore? Ich bin ehrlich, er war der Clown in der ganzen History. Er musste den Klamauk reinbringen, den Slapstick reinbringen. Ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo man den Tarzan hört und er oder Liane sich umschwingt. Ich finde, er hat Stil gehabt, aber er hat Stunts, das weiß ich, er hat Stunts eigentlich nie selber gemacht. Mhm. Er hat eine Phobie gegen Waffen gehabt, gegen Schusswaffen. Ja, super, wenn der gehasst ist als James Bond. Irgendwo durch finde ich, glaube ich, hat er am Schluss gar kein Screentime gehabt bei seinen meisten Filmen, weil sowieso der Stuntman alles gemacht hat. Ich bin da geteilter Meinung, wie ist es bei dir? Wie hast du den Roger Moore gefunden? Also ich finde natürlich eindeutig der eleganteste Bond. Mhm. Wie du sagst, Stil, er hat den Stil wirklich verkörpert. Ja, den hat er wirklich verkörpert. Ja, das hat er. Viel mehr als John Connery, der eher ein bisschen grobschlechtig war. Ja, das stimmt. So. Vielleicht der Pierce Brosnan, vielleicht auch noch ein bisschen. Aber das ist halt also da können wir dann später, nicht nur ein bisschen. Nein, aber für mich, er hat wirklich... Stil gehabt. Aber für mich auch nicht unbedingt der Bond. Überhaupt nicht. Aber er hat echt Stil gehabt. Er ist auch zum Sir geadelt worden. Übrigens, Rest in Peace natürlich, Ruhe im Frieden. Und er ist wirklich ein guter Typ. Und ein bisschen Schweizer, kann man auch noch sagen. Er ist lange in der Schweiz gelebt. Okay, habe ich gewusst. Ja, okay. Lange in der Schweiz gelebt. Also wir sagen beide, der Film ist toll, der Gegner ist toll und auch der Roger Moore hat das Beste daraus gemacht, was er konnte. Jetzt kommt ein Bond-Girl. Siehst du, es passiert von allein. Zehnte James Bond, der Spion, der mich liebte. Punkt A. Wunderschön, ich habe ihren Namen, es tut mir leid, wer immer wie du heisst, aber es ist die blonde Dame, die mit dem zusammen in dem Auto rein, wo nachher unter Wasser eintaucht und noch anfängt zu schwimmen, in dem fliegenden Auto, in dem schwimmenden Auto rein ist. Sie ist eine der schönsten Bond Girls ever. Ich kann den Namen nicht sagen. Shame on me. Wie hast du den Film erlebt? Wäre spannend, wenn du jetzt den Namen wüsstest von dem Bond Girl. Das könnt ihr googeln. Ich meine, heutzutage kann man vieles googeln. Aber ihr werdet dann gerade sehen, die Szene, wo sie unter Wasser schwimmen, ist eine Frau mit unglaublicher Ausstrahlung, Charisma, schönen grossen Augen. Man sieht die Welt in den Augen. Schöne also, grossen Augen. Ja, wirklich, die strahlen. wie auch der Film. Der Film ist toll. Der Film ist toll. Findet am Schluss auf einer Unterwasserstation statt, wo natürlich die Luft geht mit Happy End und allem. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Unterwassertyp. Ich auch gar nicht, durch den Feuerball Aversion. Also wirklich, so mit Unterwasser, da kannst du mich wirklich jagen. Ja. Mit der Tauchszene. Ja, das bin ich immer so ein bisschen langatmig, das Unterwasser. Das zieht sich. Ich habe das Gefühl, es geht nicht vorwärts. Du hast keine Texte, sondern nur ein bisschen Soundschlägerei gesehen, Slow-Mo aus. Wir kommen zum 11. und da damit einer von meinen Favoriten ist bei vielen verhasst in der James Bond-Fangruppe, Moonraker. Moonraker, das ist doch mit dem Beisser, oder? Genau, erster Auftritt von Beisser, der Jaws, einer von den legendärsten Henchmen oder der legendärste aller Zeiten im James Bond Universum, hat da darum 2 Auftritte bekommen, nicht 3, nein 2. Mhm. Und auch da Star Wars hat. Scaramanga steht, ist das der? Oder? Scaramanga ist der Mann mit dem goldenen Colt. Ah, das ist vorher Scaramanga. Ja. Genau, streng geheim ist der Mister im Raumfahrtanzug. Und zwar nicht Max Sorin, der kommt später. Ja, der kommt viel später. Sondern. Hugo Drax. Der Drax, genau, der Mr. Drax. Wo am Schluss getötet wird, indem der Bond hier einen Pfeil rausschiessen. Er tut eigentlich das Ass aus dem Meer rausschütteln. Auch das sehr herzige Finale am Schluss. Mhm. Den Film finde ich cool. Bis auf die letzte Stunde die Weltallschüsserin. Ja. der Film ist gut bis auf die letzte Welt, bis auf die letzte Stunde. Die Laserkanone und die Bildästhetik finde ich einfach herzig, weil Star Wars ist zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen und hat andere Maßstab gesetzt. George Lucas mit seiner Produktionsfirma, die nachher auch Jurassic Park übrigens gemacht hat, der hat von der Technologie schon viel voraus, das spürt man. Wie siehst du das? Aber ich glaube, immer, weißt, wenn du das so von heute anschaust, sieht einfach alles ein bisschen pipifatz-mässig aus. So, also zu heute sowieso. Jetzt rückblickend ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, James Bond ist eigentlich schon immer Produktionstechnisch schon immer. Ja, und ja. Sogar noch ein bisschen voraus. Bisschen voraus, ja.
Okay, bin ich bei dir. Ist relativ schwierig, das jetzt zu beurteilen. Okay, bin ich bei dir. Ja. Einfach im direkten Vergleich aus dem gleichen Jahr mit Star Wars, muss ich sagen, Effects sind Trash. Ja, aber bin ich bei dir. Ja. Dann kommen wir zum nächsten, zum 12. Wir sind in der Halbzeit in tödlicher Mission. 1981. Bevor dann einer auf meine Lieblingsbonds kommt. Ist da etwas geblieben? Das ist dein Lieblingsbond, das ist unglaublich. Das sind Kindheits. Das sind Kindheitserinnerungen. Es gibt Bondfilme, die prägen dich für immer. Die prägen sogar dein Verhalten nachhaltig. So. Und, ja, ich sage also, das, was bei Octopussy. Ja, es kommt immer dann darauf an, auf die Situation. Bei Octopussy, der kommt nachher, gibt es etwas, was ich eine Anekdote erzählen kann. In tödlicher Mission. In tödlicher Mission. Muss mir helfen. In tödlicher Mission. Roman, du musst auch du mehr helfen. mein Englisch ist zu Ende. In Deadly Mission. Haben wir einen Bunker, haben wir einen Strang? Ja, das ist Melina, weiß ich wie sie heißt, die ihre Eltern will rächen. Okay, ja. Das haben wir gar nicht. Was haben wir noch? In Griechenland auf so einer. Du bist nicht teuer, was dort hinter Kamera und alle bei ihnen auf so. Machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Bei so einem Kloster gibt es noch so ein Finale. Es geht um das ATAC-System. Wo jetzt A-Tag, jetzt macht es langsam Klick. Ich glaube, wir müssen den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Fans von tödlicher Mission, schreibt einen Kommentar. James Bond 007 Octopussy, oh mein Gott. Maud Adams ist James Bond, gell. Top. Dort ein Tennisspieler, ein indischer, einer der besten dieses Mal, hat noch dürfen seine Tenniswitz machen bei der Verfolgung gesagt. Rikscha-Verfolgung gesagt, einer der epischsten fallenden Bond-Filme. Indien als Location, eine der schönsten Locations. Ich finde es einer der schönsten Bond-Filme. Mit dem Palast, mit dem Dschungel. Auch eine der peinlichsten Szenen, wo er Tarzan-mäßig. Muss ich sagen, ist too much. Ja. Und der Bösewicht hat mir zu wenig Charisma, aber er ist das Auge direkt aus dem Lammkopf aus und verstört alle. Dschungelcamp. Er bringt Dschungelcamp, bevor sie den Grimme-Preis dafür bekommen. Absolut. Und sie haben den Grimme-Preis für Dschungelcamp bekommen. Also da. Bin ich ehrlich, das ist einer meiner Highlights, Octopussy. Allgemein. Wie siehst du das? Hat dich der Film absolut bewegt? Absolut, eine schöne Geschichte zum Tennisspieler. Mhm. Und tatsächlich einen Auftrag jetzt auch, einen Tennisspieler in James Bond hineinzubringen. Und es ist nicht so einfach. Wer? Wer ist es? Kann man es sagen? Nein, ich glaube, das. Ja. Also, wenn man die Schweiz ein bisschen kennt. Ich glaube, da wüsste man nicht, dass es ein bisschen kennt, gibt es nicht so wahnsinnig viele. Es gibt einen, der besser aussieht als der andere. Das ist es so. Das ist der eine. Dann wissen wir, wer es ist. Das ist der eine. Und vor allem, der macht Werbung für eine Firma, wo der Eigentümer ein riesiger James Bond-Fan ist. Okay. Ich kann so ein bisschen einen Hinweis geben. Ja, das gibt so einen Werbespot. Er hat den Kaffee lieber gemahlen statt gekapselt. Ja. Das ist so ein bisschen mit dieser Bond. Und er ist tatsächlich, wir sind dort in Verhandlungen mit der Produktion von James Bond. Das allenfalls mal. Der Tennisspieler mal mit dem Bond ein bisschen Tennisspieler und dafür den Bond mal einen Kaffee rauslassen. Oh ja, das wäre etwas. Das wird aber die Schweiz dann erfahren, wenn der Deal ins Trocknen kommt. Das wird. Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil das der Bond hat eigentlich 5 Partner und die sagen, das langt uns. Ja. Und was ist denn mit Heineken? Die sind dazu gekommen. Also da gibt es immer wieder, was mit BMW? Aber es ist jetzt beim letzten, wir haben tatsächlich offiziell angefangen. Am letzten war es so, dass Hammer. Sie keinen Partner gesucht haben. Also sind gespannt, in dem Fall. Wird vielleicht ein Schweizer Tennisspieler sein Wecker das Waffen, wenn jetzt im James Bond-Film. Hätte ja auch schon Gerücht gegeben, dass er ein guter James Bond wäre. Ja, so rein optisch. Ich glaube, so, Mr. Ja, Gentleman. Wenn wir jetzt Craig seine Füße anschauen, weiß ich nicht, wie man sich die Zukunft von Bond vorstellt. Da kommen wir noch dazu. Jetzt sind wir zuerst bei Im Angesicht des Todes. Ja, machen wir. Im Angesicht des Todes. Das ist immer gut, dass so eine Pause machen und ein bisschen wirken. Das ist eine Kunstpause. Ja, das ist gut. Das macht sich dramatisch. Und in dieser Pause überlege ich natürlich, was ist mit Blubben bei Im Angesicht des Todes? Und es ist mir eigentlich nur der Max Zorin Blubben, wo von der Golden Gate Bridge am Schluss runterrutscht, weil komischerweise er hat keinen Halt und der Bond denkt, nein, ich gebe dir die Hand nicht. Grace Jones als sehr interessante Gegenspielerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hammerfrau. Ja, absolute Hammerfrau. Sie hat mich die ist so, wie du sie... Du hast sie echt erlebt, he? Sie hat die Ausstrahlung, sie hat das Charisma. Ja. Und ich glaube, sie kann dir auch eine Gosche geben, wenn es muss sein, und zwar richtig eine Gosche.
Also, du weißt nie, was passiert. Du weißt nie, was passiert. Ja, sag niemals passiert. Nie. Und die Frau, die bringt, finde ich, ein, ja, die bringt etwas rein. Ja, die ist die, wirklich ich animalisch. Finde ich auch cool. Ich finde ihn auch cool. Eiskalt auch. Top 5. Ja, absolut. Es gibt so eine Szene, wo sie ihrem Luftschiffin am Verhandeln sind. Und einer von den Vertragspartnern zeigt sich jetzt, sagen wir, nicht ganz unbedingt kooperativ. Er hat eine einfache Lösung. Er drückt, es geht der Rutsche an und der Typ fliegt. So, weg. Also es wird nicht diskutiert mit den Geschäftspartnern, sondern es wird so gemacht, wie er es will. Und das hat ihm eine gewisse Autorität gegeben, irgendwie. Ich habe ihn auch spannend gefunden. Das Ende ist ein tragisch für ihn. Aber ja, es hat so schlimmere Tod gegeben von einem Bösewicht. Darum, der Film... Folgungsjagde? Ja, es bleibt mir gar keine. Heisst jetzt nicht Armutszeugnis für den Film, aber wenn es krass gewesen wäre, muss ich im Gedächtnis proben. Wir kommen zum nächsten. Und zwar, Timothy Dalton, er hat nur zwei Bond-Filme dürfen machen. Viele sagen, wenn er mehr Chancen bekommen hat, hat er sich etabliert. Viele sagen, zwei sind zu viel gewesen. Ich auch. Ich gehöre da dazu. Unnötig. Der Hauch des Todes hat auf jeden Fall, jetzt kommt einer von den geilsten Bösewichter. Nicht, weil er wie ich Sanchez heisst, weil ich habe mit dem Sanchez von dem Film nicht viel gemeinsam. Aber er ist ein brutaler Killer. Er tut Angst verströmen und er zeigt, dass er Macht hat, finde ich. Mhm. Ich finde, er ist ein starker Bösewicht. Mhm. Und der Bond hat gar keine Chance vom Charisma her, der Timothy Dalton. Neben so einem Bösewicht, neben so einem grossen Baron, Drogenbaron, wo skrupellos handelt, finde ich, hat der Timothy Dalton keine Chance. Timothy Dalton kommt aus dem Theater. Ja. Wenn wir schon vom Theater reden, oder? Nachher. Anthony Hopkins kommt auch vom Theater. Also und hat Schweigende Lämmer gemacht. Ja, noch kein Kriterium. Aber ich finde, es ist ähnlich wie dort mit dem Telly Savalas. Sehr starker Bösewicht. Und da musst du halt wirklich dagegen haben. Und weder der Lance bin oder Timothy Dalton wirklich das können, oder? Ich bin ehrlich, jeder hat seinen Geschmack, aber Timothy Dalton ist für mich der uninteressanteste Bond-Darsteller aller Zeiten, ganz klar. Ja. Und dann kommen wir auch zum nächsten, das ist im zweiten Film, der ist noch weniger erwähnenswert, weil es fehlt eine krasse Bösewicht-Lizenz zum Töten. Dort finde ich auch gerade den Spass verloren, wir haben gar keinen Humor mehr. Wir haben einen coolen Sound von Duran Duran, wenn ich mich nicht irre. Die sind sowieso immer top gewesen. Aber der Film ist nur noch ernst. Er geht ein bisschen in Richtung Daniel Craig. Ich bin einfach hau drauf und ich hau den Eisler rein und ich habe keinen Charme mehr. Da verliere ich das ganze Gentleman. Und das ist einfach nur noch ein Schläger. Hau drauf für mich. Gehen wir gehen weiter. Und jetzt kommen wir zum Meme Bond-Film. Schon wieder? Nein, das ist der. Das ist wirklich der. Es gibt die Bond-Filme. Der Beste von der Besten. Das ist der, nein, sagen wir, der prägendste von der prägendsten. Weil, ich muss so verstehen, ich bin in dem Alter so um die 16, 15, ja, ich bin so um die, gerade im Teenager-Alter. Und ich sehe den Pierce Brosnan, wie er runterläuft, wie er mit der Xenia Onatopp redet im Casino und sagt, man wächst mit der Herausforderung. Und ich habe einfach raus und ich habe gesagt, das bin ich, der kleine Finger von ihm. Und ich habe wirklich gedacht, das ist ein Mannsbild. Und ich habe mir so gesagt, wow, die Ausstrahlung, die der hat. Oder wo er mit ihr kämpft, zieht er die Waffe und sagt, kommt darauf an, was ich unter Save Sex verstehe. Mit der Xenia Onatopp, der Kampf in der Sauna rein. Die coolen Sprüche zum richtigen Zeitpunkt ausgesehen, seine weltmännische Art, der britische Charme. Ist für mich der beste Bond-Film, also der prägendste Bond-Film aller Zeiten. Bösewicht Sean Bean als 006, sehr stark. Xenia Onatopp noch viel stärker. Orumov, unglaublich geile Performance. Und die Panzerszene, epic, wo er durch die Wand durchfährt und nachher seine Krawatte richtet, ist eine von den most recognized scenes ever. Tina Turner singt Goldeneye, einer der unglaublichsten Songs. Absolut, aber was absolut, ist aber? Aber. Was ist aber? Aber für mich ist, alle die Pierce Brosnan ja kennen, er ist ja vorher hat er ja schon Remington mal Steel. Gehabt. Remington Steel war er. Und habe ich sehr gerne geschaut, Remington Steel. Und für mich ist aber der Charakter von Remington Steel überhaupt nicht mit dem Bond kompatibel. Und er hat ihn aber übernommen. Und von dem her habe ich immer sehr Mühe gehabt, dort. Ja, für mich ist es fast ein bisschen zu wenig. Eigene Bond-Flavor gewesen. Und vielleicht auch ein bisschen zu wenig tough. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen. Gerne noch ein bisschen mehr Connery drin gehabt. Einfach noch ein bisschen. Muss eine Frau schlagen, weil er gibt dir den Xenia einen Handkantenschlag und sagt Gute Nacht, das ist nicht ganz uni. Ja. Weil sie ist anständig und sagt, ja, ja. Die Frage ist immer, glauben wir es, oder? Also, okay. Remington Steel hat immer noch so ein bisschen etwas Lächerliches gehabt. Hat's schon, so ein bisschen etwas Dolpatsches. Ja, genau. Das ist für mich nicht bondig. Also für mich ist es.
weiß auch nicht, fast zu wenig männlich cool gewesen. Mhm. Er war elegant, er war smart, aber so ein bisschen eine Touch Männlichkeit gefällt. Okay, einen Punkt muss ich dir geben. Ich finde, wie sie den Daniel Craig bei Casino Royale inszeniert haben, wenn man die Härte, noch ein bisschen mehr von der Härte ins Goldeneye reingepackt hat, das wäre noch krasser gewesen. Ja. Wir tun uns mit dem Kulturgut auseinandersetzen. James Bond ist auch für mich ein Kulturgut. Ist ein Kulturgut, absolut. Ist aber noch mehr. Es ist ein... Nein, das ist keine Lebensphilosophie. Bei Gott nicht. Wir kommen zum zweiten Bond-Film von Pierce Brosnan, Der Morgen stirbt nicht. Tomorrow Never Dies. Langweiliger Bösewicht als Medienmogul, blödes Ende. Lucy Liu als asiatische Kampfsportlerin, Top James Bond Girl. Schöne Szene, wo sie zusammen angekettet sind auf dem Töff und durch Lass mich Shanghai sein, weiss doch nicht. Schöne Verfolgungsszene. Es entsteht keine wirkliche Liebe zwischen den beiden, obwohl sie sich küssen. Also ich kaufe ihnen das nicht ab, dass Lucy Liu und der Pierce Brosnan sich auf dem Weg wirklich näher kommen. Es passt auch gar nicht. Und es wirkt sehr erkämpft am Schluss, wie sie sich dann doch küssen. Bei anderen Girls und dem Bond ist das irgendwie viel natürlicher zustande gekommen. Was ich jetzt finde, klar, Bösewicht nicht die grösste Ausstrahlung, aber das Thema an sich ist geil. Oder? Dass natürlich ein Medienkonzern die Welt beherrscht, das war eigentlich sehr, sehr vorausschauend gewesen. Heute sind wir in dieser Situation. Also von dem her finde ich, dort vom Thema her, finde ich es spannend und wirklich zukunftsweisend. Müssen wir auch vielleicht noch schnell einhängen und sagen, jedes Bond-Topic, jeder Film hat Zeit, entweder ist die Zeit voraus gewesen, oder hat den Zeitgeist sehr gut verstanden. Ja, da bin ich voll bei dir. Wir gehen zum nächsten, wenn mir schon besser gefallen hat. Die Welt ist nicht genug, The World is not enough. Sophie Marceau. Eine von den besten. Absolut. Ich bin natürlich noch Generation Laboum. Laboum, wo sie angefangen hat, oder? Ja. Sophie Marceau. Haben die dann auch das erste Mal rumgeknutscht, wahrscheinlich nach dem Film in der Grotte? Ach, weißt du, mit 12 das erste Mal. Dort sind ihr noch früh oder Spätzünder, weißt du beide, wie man es anschaut. Unsere Generation hat hier früher angefangen. Also ich weiß nur noch, dass der Typ mit dem Töffli, der olimidisch war, sein Mathieu geheissen hat. Und mein Sohn heisst Mathieu. Also dem her, okay. Es gibt Verbindungspunkte. Einer muss immer das Töffli fahren. Ja, einer muss natürlich der Macker sein auf dem Töffli. Genau. Aber Sophie Marceau hat dir gefallen, he, auch als Bonke. Sie hat einen guten Job gemacht. Sie hat etwas Bösartiges ausgestrahlt, etwas Kaltblütiges. Auch wie der Bond sie nachher verschüsst, ist hart. Das ist ein harter Moment, sieht man nicht in den Bond-Filmen so. Und man hat eben zu der Sophie können eine Bindung, man hat zum Charakter in diesem Film können eine Bindung aufbauen, sodass man sogar fast ein bisschen Veto hat, wie kaltblütig er sie einfach aus dem Weg räumt. Ich weiss, sie hat es schlecht gemacht, aber irgendwie habe ich sie gerne bekommen. Mhm, absolut. Und ich glaube, du schaffst es, wenn du einen Plot und das Drehbuch so schreibst, dass du dich kannst identifizieren mit den Figuren, dass wenn sie ableben, du eben mitfühlst mit ihnen. Und das haben sie gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, man kann es ganz einfach sagen, es ist einfach eine Top-Schauspielerin. Das ist ein mega Schauspieler. Das ist nicht immer so wie den Bond-Girls. Ja. Bond-Girls sind häufig gecastet nach Aussehen. Nach Aussehen und nachher einmal... Die natürliche Schönheit und Sexiness ist aber einfach auch eine Top-Schauspielerin. Und da hat man wahrscheinlich auch die Empathie können aufbauen zu ihr. Ja. Weil sie auch wirklich ein Handwerk versteht, oder? Ja. Sonst finde ich den Bösewicht sehr fragwürdig. Ich finde auch den Endkampf sehr langweilig, also ich glaube, da können wir gerade weitergehen zum nächsten. Und auch schon zum letzten Bond-Film mit dem Pierce Brosnan, Die Another Day. Stirb an einem anderen Tag. Madonna wirklich in Ehre. Ikone. Aber der Song im James-Bond-Universum, Schlusslicht. Ja, mir hat er gefallen. Schlusslicht. Also, muss ich sagen, mir hat er gefallen. Ja. Ich meine, heute ist alles Autotune. So bei den Bond-Songs, wenn man sie das erste Mal hört, findet man sie ja selten nicht gerade gut auf Anhieb. Es macht nicht gerade Klick. Genau, sondern man muss sie mehrmals hören. Grower. So. Das habe ich bei ihr nicht gedacht. Das kommt dann irgendwann. Bei mir ist es so schlimmer geworden. Mit beim dritten Mal los habe ich gesagt, ich schicke dir jetzt eine Rechnung, was sie mit meinen Ohren antun. Ja, gar nicht. Ja, ist nicht cool. Und natürlich hat sie einen guten, saftigen Scheck bekommen für den Song, oder? Ja. Muss ich mir dann auch sagen, gibt es künstliche Intelligenz, die mache ich in 3 Minuten einen besseren Song. Ist Geschmackssache, aber da sind wir nicht allein mit dieser Meinung. Der Film... In der nächsten Sendung, oder? Dein Bond-Song. Ja, du lachst jetzt. Ich lach gar nicht, hast du mich gesehen lachen? Nein, wir meinen es tot ernst. Ja, wir meinen es auch tot ernst. Also schreibst du einen Bond-Song, logisch. Dann schreiben wir einen Bond-Song. Ja. Nein, no joke, meine Freunde. Aber time will show it, Zeit zeigt alles. Also, wir werden schauen. So schnell zu dem Film. Ich kann nicht viel zu dem Film sagen, weil ich finde ihn schwach.
Aber der Degenkampf. Es gibt einen Fechtkampf. Der ist geil. Wow. Der ist geil. Ja, und absolut, sieht, weißt, für mich ist wichtig, machst du in einer Kampfszene, die 3 Minuten eigentlich geht, 297 Schnitt oder 8. Ja. Und wenn du 8 machst, weisst du, das ist eine Handwerkskunst. Die geben sich auf den Grind, da tut es mal weh, dann fängt man sich mal das Feierchen ein und sie können fechten. Ja. Und der PS Bosn ist wahrscheinlich da noch fleissig am Üben gewesen, weil er vielleicht das vorher noch nicht so beherrscht. Ja. Also man sieht, er hat sich reingehangen. Ja. Nur ist der Bösewicht ein verwöhnter Schnösel, der mit einem goldigen Löffel auf die Welt kam und null Gefahr ausstrahlt. Auch er kann Knarren dir an den Kopf haben, er strahlt immer noch keine Autorität und keine wirkliche Angst. Also ganz schlecht. Und dass so ein guter Fechtkampf entsteht mit so einem schlechten Bösewicht, gut gemacht. Gute Filmkunst, gut gefilmt. Und den Rest des Films können wir wirklich vergessen. Vor allem den Eispalast können wir vergessen. Und CGI-Gewitter. Jetzt kommt noch der Tiefpunkt leider von der Jet. Der Eispalast war einfach schön gewesen. Aber es ist ja, eher, oder? Er ist schön gewesen. Er hat nachher zu einer Verfolgungsjagd auf dem Eis geführt. Eben, das den ist kann ich schlafen, wenn der das ist, also das Schlaf bringt. Nicht so gar nicht. Und noch schlimmer, er reitet auf einer Welle, auf einem Tsunami. Wo CGI-mässig, also da vor 20 Jahren Sachen gegeben, die haben es sauberer gemacht. Ja. Und ich weiss, der Rest schon nicht, aber der wird sich jetzt auch, und der Piers Brosnan hat selber gesagt, shame on this man, also wirklich im Nachhinein betrachtet, wir schauen uns alle für das. Weil du kannst doch nicht so einen billigen Effekt bei einem James-Bond-Film benutzen. Darum ist ein Tiefpunkt für mich, vom Effektgewitter her. Ist in die Hose gegangen, jetzt kommen wir zu einem Martin Campbell-Film. Übrigens, der Martin Campbell hat der Piers Brosnan etabliert als Bond, meine Freunde, bei 007 Goldeneye, und hat es nochmal geschafft bei Casino Royale mit Daniel Craig. Und zufälligerweise finde ich Casino Royale und Goldeneye für mich top, für die, mit Goldfinger die Top-Bond-Filme. Das heisst, für mich hat der Martin Campbell verstanden, wie man eine Origin, wie man jemanden einführt und wie man das wirklich glaubwürdig macht. Kurate mit? Keine Ahnung, Grace Jones. Eine Schweizerin, Sol Romero aus Bern. Ah, wirklich? Ja, okay. Eine Schweizerin Kurate, haben zusammen eine Tochter, wenn ich mich richtig erinnere. Also er ist ab und zu vielleicht auch mal da. Das heisst, wenn du, ja, wahrscheinlich, das weiss ich jetzt, hätte sie mir nicht gesagt, aber so kannst du natürlich besuchen in Los Angeles. Da bin ich auch ab und zu. Könnte ich dir noch helfen sogar. Mach das bitte, auf jeden Fall. Wenn du in L.A. bist, gehst du Sol Romero interviewen und es gibt 35 Zimmer-Villa, die drinnen wohnen. Das heisst, vielleicht hast du Glück und Martin läuft einmal da vorbei. Walkie-Talkie-Style. Martin. Er ist einfach ein bisschen älter als sie. Raum 17 über Raum 17. Ich weiß nicht, wie gut er noch zu Fuß ist, aber. Er wird wahrscheinlich nicht durchcruisen, wahrscheinlich durch seine Hütte. Nein, und bei ihm muss ich sagen, er hat alle 37 oder los, 38 Räume verdient, weil wer sich in einer Sache so wie er in der Regie, wow, einfach Handwerkskunst, wirklich par excellence. Casino Royale könnten wir ewig reden. Okay, wir kommen zum Bond Girl. Casino Royale ist doch dort, wo der Carlos Leal mitspielt, oder? Genau, in der berühmten Casino-Szene. Genau. Er hat 3 Sätze. Ja. Jetzt nicht, zum Text auswendig war nicht die grösste Arbeit, aber er widerspiegelt perfekt so einen Croupier, der so ein Spiel absolut führt. Carlos Leal sowieso. Genialer Sieg. Grüß, genial. Carlos Leal absolut übrigens. Genial. Schon mal da außen im Lift stecken geblieben, morgen um 3, 3/4 Stunde lang. Respekt, das ist wieder Legende für ihn. Ja, okay, das tut gerade. Und hey, wer am Schluss so einen Slot bekommt bei Casino Royale, der hat vorher schon vorgeleistet. Wir wissen, dass der Carlos Leal hat in Vorleistung und viele gute Sachen gemacht hat, um überhaupt die Chance zu bekommen. Oh, wer es nicht weiss, von deinen Freunden da außen. Ja. Carlos Leal hat ein neues Album am Start. Okay. Geht auf YouTube, geht checken. Nach ganz, ganz langer Zeit macht er wieder Musik. Aha, auch der macht Musik. Ja. Okay. Sans Unique. Grosse Band, ja, jetzt macht es wieder Klick. Carlos Leal, neues logisch Solo-Album, könnt ihr auf YouTube. Richtiges Multitalent, muss ich sagen. Absolut. Props. Macht auch für Swisscom Werbung, gut, dann braucht es weniger Talent, aber bringt Geld. Wirklich Props auf jeden Fall. Schöner Mann, der cool ist. Tatsächlich. Und er spielt wirklich, er spielt es geil. Wir kommen noch schnell zum Bösewicht, natürlich mit dem Blut aus dem Auge, der Mister Le Chiffre natürlich. Ganz gut, Le Chiffre. Ganz gut gespielt. Ja, ganz gut. Der Axgar, der skandinavische Schauspieler. Ja. Top Job gemacht. Kennt man aus allen bösen skandinavischen Thriller, oder? Er ist, ein Top-Scorer auf jeden Fall gewesen. Ja, und ich muss sagen, bei ihm finde ich es schön, er wird am Schluss auch bedroht, also nicht am Schluss, er wird bedroht von Leuten, die er Geld auftreiben muss. Das heisst, er ist zum ersten Mal ein Bösewicht, der von einem grösseren Bösewicht
in Bedrulle genommen wird. Und das heisst, er schneidet jetzt gerade deiner Freundin den Kopf ab, wenn du jetzt nicht spürst. Und man spürt, er selber hat auch Angst und er wird dann am Schluss verschossen von einem Spectrum-Mitglied. Also am Schluss in der berühmten Folterszene. Ich möchte noch auf die Folterszene zugehen. Ich habe noch nie den James Bond so gesehen, sich schauspielerisch für Ausgaben, auch emotional, so echt einen Schmerz nachspielen können, den wir alle nicht wollen. Wir wollen diese Folter nicht erleben als Männer. Grossartige Leistung von Daniel Craig. Ich bin einfach kein Daniel Craig-Fan. Ja, das ist Signal. Ja. Grossartige Leistung von Daniel Craig. Find ihn kein Bond. Ist es optisch? Weil Terti hat er mitgebracht. Terti hat er mitgebracht. Nur schon mal optisch. Ja, bin natürlich bei dir. Blond, Pumpe, rasierte Brust. Das ist für den Zeitgeist wieder gestanden. Vom Fitnesspumper natürlich. Das hat man auch so gemacht. Seine Augenfarbe. Speziell. Speziell. Ja. Was ich geil finde, er hat die Härte wieder zurückgebracht, auch in den Kämpfen. Und übrigens die Anfangsszene. Und man nimmt ihm sie ab. Man nimmt sie ihm man ab, die Härte. Ab. Weil er ist ein harter Hund im echten Leben. Ja. Und man sieht die Szene am Anfang, wo er vom Kranen, vom einen Kran auf andere gumpet. Der Herr, den er dort verfolgt, ist Weltmeister im Parkour-Säckeln. Also der macht da jeden Tag. Daniel Craig hat da nicht jeden Tag gemacht und hat den Stunt selber gemacht. Eben, macht sehr viele Stunts selber. Größter Respekt für das. Da kommt nur noch der Tom Cruise da noch für mich, noch eins oben dran hängt das Flugzeug. Wir sagen nicht viel, Scientology, wir sagen nichts und so. Ja, es geht mir nur darum, wie viel Stunts du selber machst. Und da geht es noch einen und das ist der Tom Cruise, der macht noch mehr selber. Ist egal. Genialer Film, Casino Royale. Wir gehen weiter zum nächsten. Ihr seht es gerade, meine Liste ist jetzt aus. Ich muss jetzt im Kopf weiterarbeiten. Der zweite Film von Daniel Craig war der Tiefpunkt mit dem Schweizer Mark Forster als Regisseur. Ein Quantum Trost. Mhm. Ich sage dazu zu dem Film gar nichts. Jedes Wort wäre eins zu viel. Ich habe den Film gestern im Free TV nochmal ausgestrahlt worden. Ich habe den nochmal gesehen und. Oh. Okay, nur eins. Wieso schneidest du die Action-Szenen so? Dass nach all Sekunden ein Schnitt kommt und ich gar nichts mehr vom Geschehen mitbekomme. Ist das jetzt Handwerkskunst? Ist das audiovisuelle Ästhetik, die ich nicht verstehe? Muss man da eine gewisse Substanz sehen? Was ist der Grund, dass du die Action-Sequenzen so zerkattest? Kannst du mir die Frage beantworten? Respekt für den Mark Forster. Ich bin so Action-Szene fixiert, dass ich jetzt nicht einmal eine Action-Szene im es gibt Kopf keine, weil ich den Film liegt. Einfach wirklich grotte langweilig finde. Also, unglaublich. Also, ein schneller Schnitt hat mich wenigstens noch Macht gemacht, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Hätte ich vom Schlafen noch Kinder. Es ist eben so, es gibt eine Szene, wo der Roger Moore ein Flugzeug kumpelt mit einem Beißer und sie sich verfolgen. Das ist alles echt gedreht worden. Wir haben dort vielleicht drei Schnitte drin. Und dann schaut man die Szene an bei Quantum Trost, wo sie aus dem Flugzeug kumpelt und es hat 740 Schnitte drin und du siehst gar nichts. Aber es ist ein 30 Jahre älterer Film. Darum muss ich sagen, was habt ihr gemacht? Weg. Nächster. Spectrum. Ja, Spectrum. Nein. Skyfall, noch ein Spectre. Ja, Roman, auch ein James Bond-Spezialist. Wieso sagst du auch? Also er ist eigentlich der James Bond-Spezialist. Er ist die Enzyklopädie und ich bringe die Emotion rein. Ich werde dann emotional je nach Bond-Film. Du musst schauen, ob der nächste Sendung ist. Das ist ein Knopf im Ohr, dass er immer ein bisschen, oder? Du, wieso nicht? Ich meine, wir sind immer am Upsteppen. Wir sind immer am Upgraden. Wir dürfen ja drei rufen. Ich finde es noch cool, es gibt noch so eine gewisse Dynamik, dass man merkt, hinter der Kamera ist ein echter Mensch. Weil wir sind heute bei KI und Roboter und so, das wollen wir alles nicht. Vor der Kamera, die gut aussehen, hinter der Kamera, die mit dem Hirn. Hey, der sieht im Fall auch gut aus. Die Kamera werden wir noch sehen, werden dann auch machen. Hat sogar etwas bombenmäßig gesehen, wenn wir Scheitel machen. Wir kommen zurück zum Film. Streitbar. Ja, unmäßig. Ja, mit der grossen Kelle jetzt angerichtet. Er hat nicht sehr so ein bisschen zu Monty Python da. Im Monty Python, das ist auch ein Kompliment, auf jeden Fall. Absolut, das ist ein Riesenkompliment. Nein. Aber nicht der Schwarze Ritter. Das wär's nein, cool. Nein. Schwarze Ritter wär's cool. Du hast mir jetzt die Rolle gegeben, ich bin auf jeden Fall. Weil solange ich nicht der Ritter von der Apokalypse bin, bin ich noch der Metakor. Aber ich sehe mich eher so als Ritter der Tafelrunde, aber das tun wir es anders mal. Skyfall. Super, ja, Skyfall. Cool sind unglaublicher Film. Super cool sind wow, Adele, der Song. Super hey, cool das stimmt alles. Da, und da bin ich mal mit dem Unterwasser, bin ich mal wie. Das ist mal okay. Ist ein bisschen Unterwasser dort. Wo bin, ist Unterwasser? Sind du doch auch ein bisschen Wasser und so. Ja, okay, Maika. Das ist aber noch, ja, das passt noch vom Verhältnis her. Bardem, großartig. Wow. Großartig. Ich muss sagen, das Highlight ist
wo er ihm über den Oberschenkel streichelt und sagt, Mr. Bond, es gibt für alles ein erstes Mal. Und der Daniel Craig sagt, was lässt ich glauben, dass das mein erstes Mal ist? Also es ist so ein Moment, der hat so viele Meta-Ebenen und du kannst so viel drin projizieren. Und es sind zwei gestandene Männer aber. Es sind keine Klamauk, es sind keine Glöhn, es sind echte Männer, aber da wird eine Intensivität aufgebaut. Wir machen jetzt das nicht nachher. Das müssen wir nicht, das sparen wir uns. Aber der ist genial. Ja. Genial. Weißt du, was meine Lieblingsszene ist? Von Skyfall? Ja. Mm. Dort, wo er die Gesichtsprothese rausnimmt. Oh ja. Ja, wo er gefangen ist, mit MI6. Genau, wenn MI6 gefangen ist, dann in dem Glasding rein. Dann nimmt er seine Gesichtsprothese raus und dann verkehrt ihm das ganze Gesicht. Es geht richtig vom Effekt her und so. Top sensationell. Ja. Und man kann nachvollziehen, dass das der Schmerz ist, sozusagen, bildlich, der ihm zugefügt wurde von der M. Darum will er ihr auch Schlusslicht. Ja. Also das Licht aus. Immer wenn irgendetwas ist, nimmt man die Kapsel, 3 Sekunden später ist alles erledigt. Ich schweige. Und sind wir schon wieder beim Dr. No, schon dort hat sie ja Kali. Ja, dort war schon der Fall gewesen, beim ersten Bond-Film. Nimmt, wo er eine News rauspressen muss, was nimmt er? Er nimmt die verdammte Kapsel. Wir sind ehrlich. Nein, hallo. In einer Zigarettenschachtel innen, in einer Zigarettenschachtel ist die Zyan Kali-Kapsel versteckt. Eigentlich noch relativ schlau. Ja. Relativ, weil er hat gesagt, ich wollte noch eine letzte Ziege rauchen, genau wie jetzt kommt es. Ja. Er hat sich eigentlich noch schlau selber das Licht ausgelöscht. Jetzt haben wir uns gerade wieder Respekt bei der Community, dass wir so die Details noch wissen. Hey, Community übrigens, Respekt ist wichtig. Das ist sowieso wichtig. Und der Rest, den ich hier falsch gesagt habe, dann zu googeln. Sag nur Sanchez. Sanchez, du hast Google. Daniel Sanchez. Wir sind hier für die Emotionen. Natürlich. Absolut. Nein, und bei Skyfall kommen die Emotionen rauf. Wirklich, der Song, der Climax, auch der Handlungsbogen. Ja. Ich weiss nicht, was passieren wird. Bärlich. So als kleiner Tipp, ich war im KKL. Aha. Es gibt ja das Musical? Nein, James Bond, Film zeigt mit einem Orchester. Ah, und dirigiert von Kevin Griffiths. Krass. Sensationell. Krass, krass. Also wirklich der Bond mit dieser Musik. Das glaube ich. Mit dem Live-Orchester, das ist wirklich sehr zentral. Mehr Epic geht nicht, oder? Ja. Epochal, ja. Das stimmt alles. Das sagen aber auch, sind sich die ganz, auch eher Bond-Fans, sind doch alle einig. Da können wir sagen, das ist top. Dann kommen wir zu Spectre, der ist leider nicht so warm aufgenommen worden von der Fangemeinde. Finde ich schade, ich finde es sehr gut. Ich bin da aber ein bisschen allein damit. Irgendwie. Was hast du gut gefunden? Zuerst einmal, der Ex-Wrestler namens... Hulk Hogan. Fast. Dave Baptista. Wo für mich mit der Augustrückszene, wie er sich schon etabliert, unglaublich brutal. Und dann in dem Zug innen. Das ist für mich die intensivste Kampfszene. Zeug hast du? Mit dem Zeug hast du es ein bisschen? Sie haben das gemacht mit mir. Weil sie haben zuerst, der Sean Connery hat eine epische Kampfszene gemacht. Und ich bin ehrlich, Dave Baptista und Danny Craig haben es noch betroffen. Und der Danny Craig hat sich im Kampf mit Dave Baptista eine Verletzung zugezogen und hat 2 oder 3 Wochen sogar müssen pausieren, weil die Schläge tatsächlich auch so hart gewesen. Sind die auch ein bisschen lang gewesen? Oder? Nein, du hast natürlich gerne die Zugfight-Szenen. Für mich sind die Zugfight-Szenen... Das ist unglaublich, die Szene. 2,5 Minuten geht es insgesamt. Ja. Der Sound wird komplett rausgemacht, um es noch drastischer mitfühlen zu lassen. Und das sind echte Schläge, das siehst du. Das sind echte Schläge. Hammer-Kampf-Szene. Auf jeden Fall. Ein riesen Bösewicht. Der Christopher Waltz. Sage ich das richtig? Ja, Christopher Waltz. Ist in Österreich. Fast ein besser, aus den Glorious Bastards hat er mich geholt, mit seiner Rolle dort. Einer der besten Charakterdarsteller, den ich jemals gesehen habe. Auch Oscar hat er nicht ohne Grund Oscars bekommen. Für mich hat er aber nicht so... Er hat zu wenig Screentime gehabt. Ja, nein, er hat zu wenig Screentime irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so warm geworden mit ihm. Okay. Ich finde ihn ein grossartiger Schauspieler. Grossartig. Aber nicht bei dem Bund. Ja, ich persönlich. Ich kann es nachvollziehen, weil, aber... Die ganze Folter-Szene, das ist alles so ein bisschen... Es war brav, gewesen, wie er am Computer dort eingeht. Der Climax, der Endkampf ist zu einfach gewesen, weil ja, ich hatte Tour und dann lasse ich sie legen und dann rette ich mit der Verschüsse und der ist schon fertig. Das war eigentlich schon durch. Ja, einverstanden. Christopher Waltz, ikonischer Darsteller, hat am Schluss 14 Minuten Screentime. Ich meine, wie willst du den ikonischen Darsteller mit 14 Minuten Screentime als Oberbösewicht, auch Blofeld wieder,
Aber man sieht dort zum ersten Mal den familiären Zusammenhang zwischen der Bond-Familie und dem Blofeld, dass das eigentlich Family ist. Mhm. Und das finde ich so schön, weil es gibt einen intensiveren, nochmal das Feeling bei dem Ganzen. Aber Climax, also mit dem Finale, bin ich gar nicht einverstanden. Wirklich. Auch wenn er den Helikopter runterholt mit der Walter PPK aus 800 Meter mit einem Schuss. Okay, ja. Ist komisch. Ja, ja. Aber es war cool, also wir durften dort Premiere organisieren. Dort. Und wow. Die VIPs einladen ins Hallenstadion. Mhm. Das war wirklich lässig. Das glaube ich. Eine sehr lustige Geschichte, wenn man Bond-Premieren macht und vor allem Celebrities einladen zu Premiere. Ja. Wer darf nicht fehlen? Welche Celebrity? Ja, welche Celebrity darf nicht fehlen? Es liegt nicht gerade so auf der Hand, aber welche Celebrity darf nicht fehlen? Keine Ahnung, der Roger Schawinski. Ja, ich hätte jetzt gesagt, jetzt müssen Tina Turner sagen, oder? Aber, oh, damn! Zum Beispiel, aber... Hat sie die Villa noch zu zählen? Ja, aber sie ist gesundheitlich oder nicht so. Oder der Goldküste? Gesundheitlich nicht so. Aber ich habe gefunden, wer nicht fehlen darf, ist der englische Botschafter. Oder? Englische Botschafter darf nicht fehlen. Ja, keine Ahnung, wie er heißt, aber wir haben den englischen Botschafter eingeladen. Natürlich zu googeln. Bond-Premiere. Dann ist er gekommen. Alleine. Der englische Botschafter. Dann habe ich gesagt, Herr Botschafter, ich kann Ihnen zwei Billette schicken, so sind Sie alleine, sind Sie alleine. Dann haben wir natürlich alle schön platziert und so weiter. Dann sagt, nein, nein, wir sind das Zweite, ich komme mit meinem Fahrer, aber er muss noch das Auto parkieren. Das ist gut, okay. Wahre Geschichte. Und wahrscheinlich macht er auch eine Security. Genau. Okay, top natürlich. Ja. So viel zu der Premiere, was ist mit No Time To Die? Kann man noch etwas sagen? Gibt es so Premiere? Bist du involviert in das Ganze? Ja, wir reden off-camera. Nein, wir sind, okay. Wir sind noch nicht involviert. Ist ja jetzt verschoben worden in November. Mhm. Moment, was ist verschoben worden in November? Der Lounge? Ja, vom Bund. Ist nicht im, ist ja geplant auf Anfang April. Der wäre jetzt im April gekommen. Ja, hat man verschoben auf November. Das Virus lässt grüßen. Also ich James, und der Roman machen gerade grosse James Augen. Was? Auch bei James Bond. Ja, weil man die ganzen Veranstaltungen so nicht kann durchführen kann. Coronavirus ist eine zu grosse Gefahr. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt zu der Zeit, wo die Leute ins Kino rennen. Also, ich gebe noch jedem die Hand. Durchaus verständlich. Ich glaube, auch der Verleiher hat gewechselt. Das ist nicht mehr Disney, wenn mir richtig ist. Das ist jetzt, also irgendwie hat der Verleiher gewechselt. Aber wir schauen. Wie findest du den Song? Ich bin gerade ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Von der Billie Eilish. Ich finde ihn super. Ich finde sie, ich muss so sagen, ich finde sie super. Findest du sie super? Song nicht? Nein. Ist langweilig? Ja, natürlich. Ein James Bond Song muss für mich zwischen nichts und dem epochalsten 500 Stück Orchester muss es alles haben. Für mich muss der Spannungsbogen... Sam Smith ist ja auch eher langweilig, ist auch ein guter Bond-Song. Das ist überhaupt kein Bond-Song. Findest das ist eine nicht? Frechheit für einen Bond-Song, ihn als Bond-Song zu nennen. Sam Smith in Ehre, eine schöne Stimme, hohe Oktave, trifft alle Töne, ist schön gut. Das ist kein Bond-Song gewesen. Und Billie Eilish, sie ist eine der grössten Künstlerinnen auf dem Planeten, weil sie kann Schmerz transportieren kann. Das ist die grösste Kunst. Aber mit dem Instrumental... Mit dem Orchester und so, bei den Brit Awards. Es kommt dann ein bisschen so, in den Orchesterteil zum Glück, ja, im dritten Viertel vom Song. Ja, ja. Sonst plätschert es zu fest, das ist alles subjektiv. Es ist wie Spaghetti Bolognese, die einen lieben es. Für mich ist es nichts. Und wo sind wir gewesen? Wir sind beim zweitletzten Movie gewesen, oder? Wir sind bei Skyfall gewesen, wir sind jetzt bei Spectre, genau. Noch eins, Monica Bellucci mit 53. Ja. Wow. Ja, wow. Bitte mehr Screentime. Wieso nicht mehr Screentime? Aber, muss ich sagen, heute, du mit der Verfolgungsjagden, dort habe ich einmal eine Verfolgungsjagd. Die findest du gut in Rom? Nein, die mit der schnellen Nähe. Die langweiligste Verfolgungsjagd. Eine von den langweiligsten. Also nehmen wir Mission Impossible Fallout und dann sehen wir, wie man Verfolgungsjagd in Rom macht. Bitte. Das ist genau das gleiche. Also, das ist nicht so schlecht gefunden. Andere Liga da. Andere Liga. Wenn wir sogar den Sound haben von der Luftsäule, wenn du durchfährst, pff, 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 dann müssen wir dann sagen, ich habe jetzt im Team von Mission Impossible angerufen und gesagt, gib mir mal ein paar Nuggets mit, weil Welten dazwischen. Aber das ist meine Meinung. Eine langweilige Frage gesagt. Tom Cruise gerne haben. Auch ein anderes Thema. Ist der genug groß, um ins Auto einsteigen? Das ist die Frage, ob wir jetzt seine Körpergröße nehmen oder ob wir noch eine andere Größe messen. Der fliegt natürlich rein. Top Gun, ich lasse noch schnell fliegen, kein Problem. Wir sind am Ende und jetzt kommt. Bald ein neuer Bond. Es kommt bald ein neuer Bond, No Time To Die. Trailer finde ich grandios, erinnert mich aber sehr an Skyfall, von der Aufmachung, von der Bildästhetik, ist nicht der gleiche Regisseur. Aber ich bin gespannt und es ist der Abschluss von Daniel Craig, es ist das letzte Mal, wo er es macht. Ich meine, es kommt ein neuer Bond-Darsteller. Ja. Ja. Wer siehst du so? Ich sehe den... Gibt es einen schwarzen Bond? Ja, geht's ja. Geht's? Also es wäre toll. Ja. Und es wäre der... Er spielt bei Avengers, er spielt überall.
dem den Namen. Bald Renedi. Ihr wisst, welchen Mann das ich meine. Aber ich sage. Selber den Namen, ist, aber er ist. Idris Elba. Idris Elba. Genau. Idris Elba, that's the man, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn man wollen. Die Zeit ist reif für den Schwarzen Bund. Beim Obama war es auch so, gewesen, wir machen jetzt, mal Yes We Can und alles. Ich sage immer, ist es eine Agenda oder ist es wirklich eine Botschaft dahinter oder weiss man einfach, wir müssen den Zeitgeist gehen, wir müssen den Menschen ein Gefühl geben, wir werden jetzt liberaler und alles wird einfacher. Also, ich kenne Idris Elba. Top-Wahl. Er geht von Anfang an meine Top 3. Er wäre schon für neue Time to Time Gespräch gewesen. Dann. Er hat aber mit Marvel, Avengers und so andere Dings Projekte gehabt. Ja. Hat dort gar nicht können. Ich fände es interessant, ist schon, dass steht in einem Raum eine Frau. Das würde das ganze Universum, ich weiss, würde alles auf den Kopf stellen. Ja, ja. Und ja, das bin ich auch gespannt. Und wenn es ein Brit sein muss, weil früher hat man gesagt, du musst, ich habe eine Bandtasche werden, ich bin halb Spanier, halb Schweizer, geht nicht, weil du musst britisch-schottisch. Ja, aber das ist ja Sanchez, du wärst ja perfekter Bösewicht eigentlich. Nein, der Bösewicht. Das ist einfach der richtige Film von Wünschen. Eben, gell. Der Antagonist, der kommt schon noch. By the way, der Herr hinter der Kamera und ich sind an einem Kurzfilm dran. Wir werden da noch einige Palmen in Cannes dann begrüßen. Mit dem. Auf jeden Fall, dort werde ich auch Antagonist sein. Wir werden Palmen begrüßen. Indem wir natürlich Ihnen das unglaubliche, epische, zeitlose Piece of Content früh genug zuspielen, sodass Sie sagen, es kann nur einer gewinnen. Okay. Darum so lange sind wir gewinnen. Ist gut. Nein, das machen wir nicht. Zurück nochmal zu Idris Elba. Er wäre der richtige nächste Bond. Und wir sind gespannt, wie das wird, ob das wird passieren. Ich persönlich hätte noch einen anderen Vorschlag. Warte, lange schon überlegen, wer ich habe. Okay, wer wär's? Ja. Also, ich meine, so rein optisch willst du schon. Ja, danke. Willst du schon mitbringen? Ja, das haben wir schon. Vielleicht mit den Socken noch ein bisschen arbeiten und ja, so. Ja, die aber, müssen anders sein. Sonst. Für einen Bond müssen die anders sein. Aber danke auf jeden Fall für den Bond. Warte, was hast du gesagt? Warte. Ehrlich, wir haben hier einen Personal Trainer, den müssen wir 3 Monate schleifen. Minimum. Aber in 3 Monaten. Das ist ein Minimum, ja. Aber in 3 Monaten kannst du. Onkel, du kannst das. Du kannst mich schleifen. Aber mehr ist es möglich. Genau, ist immer eine Frage vom Willen, oder? Ja, ja. Aber danke, dass du mir ein Spiel bringst. Dass du nicht so diszipliniert bist. Ja, damit die Disziplin. Es kommt immer davon, in welchem Bereich, gell? Ja. Es kommt immer davon, in welchem Bereich. Aber wir arbeiten dran. Und wer weiß? Wer weiß, vielleicht gibt es Screenings, vielleicht gibt es Castings, vielleicht sagen wir wirklich, hey, du bist bei dir heim, also kannst du auch eine Bombe machen. Was für ein Quantensprung, meine lieben Freunde. Es hat mich sehr gefreut. Alle Bond-Fans, schreibt euch in Meinungen drunter. Schreibt, was ihr wollt, wir sind frei, gebt das, gebt in der Mitte, gebt Abo, macht glücklich, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir zwingen euch zu nichts. Posten Socken. Socken, darum kümmern. Ich glaube, da können wir gerade noch einen Aufruf machen, oder? Noch ein bisschen schönere Socken jetzt für dich, einfach posten. Ich muss da dazu sagen. Die nächste Sendung, oder? Die wildesten Socken, die gepostet werden. Die tun wir anlegen. Ich habe die graue Maus drunter. Du musst noch die Adresse dann einblenden und so, aber... Am liebsten wären wir Rentier. Rentier? Ja, also Schlitten, Weihnachtsmann, so solche Sujets. Aber ihr seid frei, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mega die Osterhasen gesehen, aber ist okay. Das Rentier. Nehmen wir auch. Das nehmen Osterhasen wir auch. Ja, das nehmen wir auch. Ja. Es ist schon gleich wieder Oster, meine Schoki Freunde. Schoki-Eili. Oder? Ein tropisches Sujet. Okay, wir müssen einen Cringe schaffen. Flamingos. Ja, pink Flamingos drauf. Genau, so. Magnum. Und schickt sie gerne, wenn ihr wollt. Aber wir wollen euch auch etwas geben. Darum zieht euch den Content rein, habt Spass daran, diskutiert, fiebert mit und schreibt euch in Meinung, welches ist der beste Bond. Jetzt kommt noch eine abschließende Frage. Welches ist der beste Anfang, wie du auch sagst, der Eröffnungssequenz ist bei einem James Bond immer das Erkennungszeichen, Merkmal Nummer 1. Welches ist die beste Eröffnungssequenz aus dem Buch raus? Ich habe schon gesagt, Skyfall für mich. Hast du gesagt, das stimmt. Ja. Für mich ist es ganz klar Goldeneye natürlich. Gar nicht anders. Ja, darum abschließend macht es gut, meine lieben Freunde, habt Spass und teilt das Video. Grüße aus dem Blofeld-Studio, Michel Bernet, Carles Sanchez. Tschüss zusammen.